So, ich wollte nur kurz zeigen, wie der Monatsbericht für den November 2040 aussieht. Und es ist Spitze! 14.126 Punkte plus 1.246.000. Dadurch haben wir ein Bonus, Einkommen, Instandhaltung. Ja, wir haben eine positive Bilanz und das Komitee ist sehr zufrieden mit uns. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, welche Leute wir trainieren weiterhin. Drunken Red, nö. Wir trainieren diejenigen, die es noch nicht auf 100 geschafft haben. Trotzdem hohe Werte haben. Da müssen wir mal halt ausgrenzen. Dann, die sind alle schon auf 100. Die können weiter trainiert werden. Trainieren wir die neuen. Und dann noch jemanden, der noch übrig ist. Aber wer ist das? Sind nicht mehr viele. Na gut, nehmen wir die. Und natürlich hier in Atlantis, da müssen wir auch trainieren. Nö. Der Rest kann weiter trainiert werden. Nö. Ach ja, wir haben neue Leute. Mal schauen, was die alles drauf haben. Nö. Nö, definitiv nö. 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 Warlock Lord. Und die anderen sind ja auch. Das ist auch noch nötig, da ein bisschen zu experimentieren oder einfach rauszufinden, ob sie gut sind oder nicht. Ja? So, dann haben wir hier 49. Das ist wenig. Das ist wenig. Das ist wenig. Das ist wenig. Einfach gucken, ob die gut sind. Indien. Oh, da haben wir jemanden mit 100er Stärke. Das wird auf jeden Fall trainiert. Den Rest schauen wir uns mal an. Nordpazifik. Jawohl, wir haben jemanden mit 88. Wir haben jemanden mit 96, 85, 74. Und der Rest wird halt auch nochmal angeguckt. So. Das war. Ups. Ich hab's weggeklickt. Naja, gut. Was auch immer. Aliens greifen mal wieder eine Schiffsroute an. Oh, was seltener Gast. Ein seltener Gast, der sich hier uns zu uns zuschaltet. Ein Vermessungsschiff wird sofort abgeschossen. Aber dass die überhaupt eine Schiffsroute mal wieder angreifen, ist schon. Schon ungewohnt. Es ist kein Synonium-Apparat-Terrorangriff. Und das hier sieht ganz mit den Statuen, sehe ich schon gleich, das ist dann kein Frachtschiff, sondern es ist ein. Au. Es ist ein Ungetüme. Schiff. Ich meinte eigentlich die Urlauber. Und da haben wir so eine Blitzattacke. Die haben sogar gezielten Schuss und spontanen Schuss. Verbraucht gar nicht mal so viele Einheiten, so wie es aussieht. Nur 17. Und die haben ja 52 mindestens. Guck. Ja, man sieht hier so Tische, da sitzen die Leute dann zum Speisen. Und wir haben hier die Urlauber. Wow. Okay, wen haben wir hier? Kiemensch. Die Kiemenschen wagen sich. Und Urlauber. Leicht bekleidete Bikini-Frauen. Alles ist voll mit Ungetüm und unbekannten, in der Dunkelheit hausenden Kreaturen. Ja, und ganz normale Urlauber. Mit so dicken Bäuchen.
Ein Keymatch-Truppenführer. Mit einem Thermoschockwerfer. Da ist natürlich noch jemand. Boppo. Übernimmt mal kurz die Kontrolle. Oder nicht. Ah doch. Hat er gemacht. Die Meldung war bloß wieder mal zu schnell vorbei. Ja. Man merkt schon, es... Ah, das ist auch ein Key-Mensch. Diese Räumlichkeiten sind alle ein bisschen weniger... verheddert. Was ist denn mit Timothy los? Muss da Torborn ran? Wir lassen Torborn rangehen. Und er schafft es auch gleich. Sehr schön. Ja, weg mit dem Mist hier. Vielleicht können wir ein paar Leute retten diesmal tatsächlich. Wow. Sie schießen auf meinen Kiemann. Nein! Ein Zivilist ist gestorben. Ich warte hier eigentlich nur darauf, dass mein Leviathan fertig ist, damit ich nach Dingenskirchen rüberfahren kann, nach Tilef. Ja. Da liegt eine Leiche. Und da ist ein weiterer Kiemenmann. Filbert. Den kann er übernehmen. Ich liebe diese Musik. Okay, Rainbow Dash. Gib dich mal nach oben. Der einzige wirkliche Gefahrenmeister ist ja hier der das Ungetüm, weil der eine Waffe hat, die ich leider nicht wegwerfen kann. Okay. Keiner kriegt ihn, ja. Ungetüme sind auch ein bisschen resistenter gegen Beeinflussung. Hier sind zwei Damen, die will ich natürlich retten. Weshalb ich das Ungetüm hier schon mal dahin bewege. Und das Ungetüm hat auch kein Inventar so wirklich. Ich kann da draufklicken und trotzdem habe ich kein Inventar. Und wegwerfen kann ich diese Waffe auch nicht. Es gibt sogar einen automatischen Schuss. Aha. Ist mir gerade entfallen. Aber ja. Ein Überfall von solchen Lullis. Torborn. Schafft es. Und ich sehe ein weiteres Ungetüm. Da oben ist ein Kiemann, der ist aber keine Gefahr mehr, weil ich dem seine Waffe schon weggeschmissen habe. Der Daimdoktor. Hat es geschafft. Ja, und das ist das Schiff. Man kann gar nicht die Decke sehen von diesem Oberdeck hier, weil das schon die vierte oberste Ebene ist von dem. Es gibt ja hier noch eine ganze Ebene. Das ist mit die gefährlichste Ebene. Da muss ich Leute hinschicken, die irgendwie einen Bohrer dabei haben, weil es gibt Gegner, die sich einfach nur in so ganz kleinen Räumen verstecken und da ist ein Bohrer wesentlich schneller als ein Pistole oder so eine Geschichte. Timothy. Man muss in jedes dieser Zimmer reingucken. Darum sind das mit den nervigsten Missionen im ganzen Spiel. Er schießt da. Er schießt auf. Yep. Ungetüm. Yep.
Ach, diese armen Zivilisten. Sie wissen noch gar nicht, was los ist. Elderman schafft es. Gut. Und er sieht jemanden. Okay, durch die Treppe, durch diesen Raum hindurch, sieht er dieses Ungetüm an der Stelle. Respektabel. Die mir viel schießt, ein Ungetüm. Dash muss man eben hier. Oh, warte mal, die haben ja Reaction Shots. Das heißt, ich sollte die Ungetüme auch nicht unterschätzen. So, die sind schon mal weg. Gut. Hier scheint keiner zu sein, aber das ist auch nicht gesagt, deshalb guckt man da lieber nochmal nach. Das Gute an den Ungetümen ist ja, man braucht ja bloß einen Treffer mit irgendeiner so einer Waffe, um sie zu töten. Nein. Made? Nein. Tja, da müssen wir die Besten der Besten der Besten rausholen. Das wäre vielleicht der Dime Doctor. Vielleicht. Ja, er hat es geschafft. Gut. Oh, da ist noch ein Kiemann. Okay, und der hat noch eine Waffe in der Hand. Das ist das Tragische an seiner Person. Okay. Hat er das Ungetüm für mich erledigt? Da lief auch einer mit einer Waffe rum. Truppenführer mit einer schweren thermischen Lanze. Na. Ist tot. Das ganze Schiff, um das mal einen Überblick zu haben. Schön, dass die immer so einen Landeplatz haben, der perfekt passt für unsere, für unseren Triton. Hier gibt es einen Fahrstuhl für die Gäste. Man kann runterfahren, man kann hochfahren. Hier ist die Küche. Hier sind noch ein paar Zivilisten. Ja, man sieht hier richtig so Öfen und ja, es ist halt ein Kreuzfahrtschiff. Ne? Es ist kein reiner Frachter. Da gibt es auch noch Sonnenstühle für die Entspannung. Timothy, knallen wir diesen Kerl da ab. Und jetzt gibt es diese ganzen Räume hier, die voll gefüllt sind, eventuell mit Außerirdischen.
könnte wehgetan haben. Ich mach die Tür auf und gleich wieder zu. Okay, Bob hat nichts abgekriegt. Ein Hoch auf die magnetische Ionenpanzerung. Dieser Kiemensch wird erstmal entwaffnet und dann weggebrutzelt von Bobo. Er hat es doch noch geschafft. Ja, und hier ist auch alles voll mit Räumen. Und hier ist auch einer. Schauen wir uns in der Küche um. Schauen wir uns hier um. In diesem kleinen Abstellraum. Keiner zu sehen. Und hier ist ein ganz kleiner Raum und da ist aber auch keiner drin. Aber das muss man trotzdem überprüfen. Das könnte genau der Raum sein, wo sich der letzte Alien befindet. Mann. Aha. Und da ist der verdächtige Kiemann. Der Eldermann kann den Kiemenmann übernehmen. Hier in der Lounge. Und der Eldermann kann auch den anderen da übernehmen. Das ist eine richtige kleine Bar hier, die sie da aufgebaut haben. Eine eigene kleine Welt. So, der Verdränger. Unser guter Freund, der Verdränger. Guckt noch ein bisschen mal in die Zentrale und sieht einen Kiemenmann. Und hier gibt es, ja, was sind das? Schachtische. Billard. Blackjack. Das ist Blackjack. Viele Türen werden auf und zu gemacht. Von den meisten würde ich aber denken, dass es wirklich keine Außerirdischen sind, sondern doch noch Zivilisten. Okay, hier ist einer. Dann nimmt diesen Kiemann. Dann fahren wir mal hier so rum. Hier ist keiner drin. Hier könnte einer stehen, aber tut es nicht. Philbert guckt sich nochmal hier um. Jemand muss den anderen Gang hier übernehmen. Rainbow Dash. Schaut sich mal hier im Fleischraum um. Ja, das sieht natürlich auch sehr, sehr gefährlich aus hier alles. Mit den Nischen, die es hier gibt. Da ist einer. Da ist eine Zivilistin. Die natürlich doch nicht die Treppe verstopft. Hier ist auch keiner drin. Okay, falscher Alarm. Bobo kann wieder weitergehen. Hier ist auch wieder so ein kleiner Miniraum.
ist auch keiner drin, doch nicht. Das kann ja keiner ausschließen. Ne? Hier ist so ein kleiner Raum. So, ich sehe jemanden, aber das tut Gobbo auch. Der Bar. Erstaunlich viele Zivilisten. Kommt man in diese Küche nur über die Fahrstühle rein? Scheint ja. Immer, wer die Türen eigentlich abschließt nach einer Runde. Irgendwer muss ja die Türen wieder zumachen. Das kostet ja Zeit, dann halt die Türen aufzumachen, aber irgendwer muss sie auch wieder schließen. So, ein Kiemenmann ist hier. So, und der läuft sehr, sehr ungünstig. Ah, wahrscheinlich, weil da Zivilisten im Weg waren oder Sessel. Dam, dadam, dam. In diesem Spielraum ist nichts. Aber vielleicht hier. Okay, der Kiemenmensch. Truppenführer ist durchgedreht. Alle haben Panik. Vor den X-Kommen-Menschen. Jetzt sind wir dran. Kommandobrücke. Da ist ein Zivilist. Oder eine Zivilistin. Oh, und die steht mir auch vollkommen im Weg. Eine Glücksgeschichte, ob ich die jetzt rechtzeitig finde oder nicht. Irgendwo muss ja. Oh, muss ja noch jemand rumrennen. Von den Außerirdischen. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Die sind alle aus der Puste. Eins der größeren Probleme ist auch, dass man hier nicht alles mit dem wunderbaren Sonarverdränger lösen kann. Man kann eine Menge damit lösen, aber leider nicht alles. Deshalb muss man die kleinen Leute einsetzen. Tanzfläche oder sowas. Mit Kisten. Da ist der Kiemenmann.
Laufen, 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 laufen. So, irgendwo war hier doch der Kiemenmann. Schon. Es könnte höchstens sein, dass hier sich in diesem Duschraum was befindet. Ich nenne das mal einen Duschraum. So, da ist auf jeden Fall ein Kiemann. Vielleicht ist das auch der letzte. Das Oberdeck ist frei. Sie können sich zu den Unterdecks begeben. Fahren Sie mit dem Güterlift in den Frachtraum hinab. Ihr Trupp muss alle Aliens auf diesem Deck eliminieren, um den Einsatz zu beenden. Ja, oh, wir haben eine ganze Menge mitgenommen von den außerirdischen Sachen, aber ich brauche davon nichts. Und ja, dieser Raum hier ist schon ein bisschen schwieriger als der Anfangsraum vom Güterschiff. Teammensch Techniker mit nichts dabei. Aber da oben steht einer mit einem Bohrer. Das ist auch ein Truppenführer mit Granaten. Ein Glück, dass wir den gleich in der ersten Runde erwischt haben, weil sonst würde er uns hier dicht bomben. Weg. Timothy, schieß mal drauf. Mit einem gezielten Schuss. Das hat er überlebt. Der Techniker. Respekt. Dein Doktor kann nicht schießen. Komme ich jetzt mit meinem Panzer hier raus? Aha, eine Doppeltür. Einer geht da rum, die anderen gehen hier lang. Ich denke mal, das werden nur wieder Kiemenmenschen und Ungetüme sein. Natürlich sterben ein paar Zivilisten. Aber so schnell kann ich ja nicht da sein, wie die Aliens schon da sind. Das war ein Ungetüm. Das habe ich gleich akustisch vernommen. Ein Kiemenmann. Ein Soldat. Der ist schon tot. Und ich sehe einen weiteren Kiemenmann. Filbert hat ihn entdeckt. Der Dime Doktor übernimmt. Kontrolle.
Ausgänge gibt es hiervon nicht. Also ist das hier einfach eine Sackgasse. Dann filbert den erledigen. Tja, mit meinem Panzer kann ich irgendwie nicht wirklich viel machen, ne? Mit meinem Verdränger-Hero. Laufen wir dumm in der Gegend rum. Oh. Au. Oh, Rainbow Dash hat's erwischt. Hat sogar 3 tödliche Verletzungen. Keine Heilung. Oh oh. Wer hat hier irgendwas zur Heilung dabei? Made, hast du was zur Heilung dabei? Warum hat hier keiner was zur Heilung mitgenommen? Das ist schlecht. Das ist bemerkenswert schlecht. Dann heißt es, dass er sterben wird. Wo sind meine Items? Da. Dime Doctor? Ah, der Dime Doctor hat zumindest hier. Aber das ist kein. Das ist so schlecht. Ja, das ist es auch nicht gewesen. Okay, Rainbow Dash muss aufpassen. Ich hab noch nicht keine. Heilsachen dabei habe. Wäre verwundet, aber das ist ja nicht so ein Problem. Weil der kann ja dann in der Basis geheilt werden. So, Kiemann, verlier deine Sachen. Gut. Ich möchte mal aus diesem Eingangsbereich hier rauskommen. Da geht's noch eine Stufe höher. Es geht sogar noch eine Stufe höher. Aha. Na gut. Bisschen mehr Verstärkung hier. In verschiedenen Bereichen. Pff. Was sind Laufpfade hier? Na, da folgt mal Rainbow Dash. So ein bisschen. Okay, ich sehe ein Ungetüm durch diese Mauern hier durch, diese Gestelle, durch das Fenster sehe ich da ein Ungetüm hinten. Ah, dafür liebe ich das Spiel, dass man solche Sachen hat, dass man so weit gucken kann.
sehe sogar zwei. Ah, da hinten ist auch noch einer. Aha. Ja, gut. Das nenne ich eine Strategie. So, mein guter Esch, du darfst dich jetzt rächen. Stück in einer Runde, jawohl. Zivilisten. Sich überall tummeln hier. Zwei Zivilisten stehen um mich rum. Blockieren mir meine Sicht. Ich bin hier, um euch zu helfen. Blockiert mir nicht meine Sicht. Ich sehe ein bisschen Wasser hier unten. Faszinierend. Ja, einer wird gesichtet. Ah, direkt hinter den Zivilisten, okay. Den will er wohl als Schutzschild benutzen, was? Aber nicht mit mir. Soldat. Da war ich schon drin. Hier einer drin? Nö. Muss alles ausschließen. Der Verdränger steht immer noch da hinten, aber das ist ja okay. Weil der kommt ja gar nicht raus da wirklich. Au! Oh oh. Schon wieder ein Treffer. Nein! So, wer wurde hier angeschossen? Du. Oh Mann, der wurde angeschossen. Oh nein, er hat einen tödlichen Treffer. Ich glaube, keiner hat hier was zur Heilung dabei. Nein. Wow, er ist sogar getötet worden diesmal. Oh, oh. Okay. Ihr wollt Spielchen spielen? Dann spielen wir Spielchen. Älter Mann. Oh, es sind nur zwei hier. Wow. Zwei feindliche Soldaten. Auch ein Soldat. So, Made macht seine
Sache. Aber nicht gut Zeit einhalten. Ups. Hier ist auch so ein Badezimmer. Okay, die Zivilistin lebt noch, also gehe ich davon aus, dass da keiner ist. Hier ist noch einer. Und der hat es überlebt. Dann gehen wir so langsam die Leute aus hier. So auf Rainbow Dash natürlich. Der hier noch rumrennen kann. Schauen wir mal. Türenöffner, yeah, yeah. Okay, das ist der da. Der ist schon mal tot. Und da ist ein Ungetüm. Gut, dann haben wir auch mal eine so eine Mission. Eine Schiffsmission mit Urlaubern. Die hatten wir noch gar nicht. Man kann sich vorstellen, wie nervig das ist, wenn man keine Molekülsteuerung hat und dann so eine Mission auf einmal hat. Ich denke, jeder jedes kleine Kabinchen durchsuchen müssen. Welch ein Riesenvergnügen. Da ist noch ein Ungetüm. Eldermann übernimmt wieder. So wunderbare Geräusche. Währenddessen. Filbert kann hier hinten noch was erforschen. Den Rückraum. Oh ja, Mar, der ist ja auch noch hier. Nehme ich mal diese beiden Honks. Oder auch nicht. Na gut, aber der kann ich auch nichts tun. Der ist am Ungetüm gewesen. Zivilisten. Nicht genug Energie. Entschuldigen Sie, Ma'am, ich muss Sie mal nachgucken, ob irgendwelche Außerirdischen in dem Klo sind. Anscheinend nicht. Gut, Sie können weitermachen. Das gehört alles zum Service der Alien Aida.
Wer ist denn noch hier? Ach ja, du. Okay, diese Außerirdische wollte sich zur Seite bewegen. Und er hat wieder Glück, dass er überhaupt nicht getötet wird. Was haben sie sich nur beim Level-Design gedacht von diesem Spiel? Aha, hier ist ein Ungetüm, das sich ranschleichen wollte. Nö. Na gut, schauen wir mal. Okay. Er hat es überlebt. Ich weiß nicht wie, aber er hat es überlebt. Das Ungetüm ist verschwunden. Nicht so günstig. Lass ich meine Gegner verschwinden. Hier war ja auch noch ein Kandidat. Man schafft es nicht. Bobo schafft es auch nicht. Filbert. Gut. Dann folge mal ihm hier. Damit er dich gleich töten kann. Runde ein Raum. Timothy. Nein. Rainbow. Okay, der schafft es wenigstens. Ihn zu übernehmen, aber nicht zu töten. Das Ungetüm rum. Was ist das hier für ein Raum? Zwei so Felder, die nicht aufgedeckt sind. Ich glaube, jeder kann sich jetzt schon mal vorstellen, warum dieses Level so eine Katastrophe ist. Jeden Raum musst du durchsuchen, weil in jedem Raum kann sich so ein Alien verstecken. Sogar in dem Feld, was ich jetzt gerade übersehen habe. Man denkt sich, nein! Gut, das ist tot. Sieht ja vernünftig aus momentan. Zivilisten rennen zu mir hin. Genauso ist richtig, Leute. Ihr solltet Schutz suchen bei denen, die dafür ausgebildet und ausgestattet sind.
Wow, der Dime-Doktor haut voll daneben. Schon das Ende des Levels. Gut, wir arbeiten uns wieder von vorne nach hinten, genauso wie bei der anderen Schiffsmission. Was ich bis jetzt noch nicht so wirklich geklärt habe, war eigentlich das Maschinendeck. Das gibt es ja auch hier. Okay, da ist ein Kiemann. Passt nicht ganz. Bim 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 bim. Der Truppenführer ist durchgedreht. Wenigstens kann man hier gut Zivilisten retten. Das ist das einzig Gute an dieser Mission, dass man hier ziemlich leicht Zivilisten retten kann. Weil so schwer die Aliens zu finden sind, so schwer sind auch die Zivilisten für die Aliens zu finden. Das gleicht das ein bisschen aus. Hier sind super Sessel. Ich glaube, das ist ein Kinosaal tatsächlich. Dieser Luxusdampfer hat alles. Neben Aliens auch ein Kinosaal. Sie mal einen Film sehen wollen wie Terror auf dem Traumschiff. Ist das nicht passend? Toll, was sind das für Räume hier? Das sind keine Fahrstühle. Kleiner Raum, ja, einfach so kleine Räume zum Nerven. Zum Duschraum. Hier sind Fahrstühle, nicht wahr? Ich guck mal nach. Das meiste, was sich da bewegt, sind Zivilisten. Und das ist dann auch der Nachteil an Zivilisten, wenn sie sich bewegen. Man denkt, oh, das sind Ausländische. Oh nein, das sind nur die ollen Zivilisten. Die ich hier retten soll. Hier in diesem kleinen Raum kann sich auch wieder ein Alien versteckt halten. Was sind das hier noch für Räume? Schauen wir rein. Nichts Besonderes. So, schieß ihn ab. Oh Gott, deine Schussgenauigkeit, die ist ja unterirdisch. Der Dime-Doktor. Okay, dann bewegen wir den Gegner mal schön in deine Richtung. Wir schauen nochmal kurz in diesen Raum rein, da ist nichts. Und dann gibt es ja den Kinosaal. Hier ist der Vorführraum. Das ist richtig so ein Projektorraum. Selbst den haben sie hier designt. Sowas finde ich dann cool. Oh, warte mal, da war doch jemand. Da ist einer. Eldermann, du bist unser... Das ist unsere Hoffnung. Leider nicht ganz mehr.
nicht mehr ganz tun, reichen das tun. Timothy stellt sich nochmal in den Fahrstuhl, schaut sich um. Na, die Leute waren diesmal wenigstens schlau, dass sie sich alle in den Fahrstuhl gestellt haben. So, das sind die Zivilisten. Ja, sauber. Nix getroffen. So, der Dime-Doktor kann eigentlich nicht vorbeischießen. Hat er auch nicht geschafft. Der Kinosaal. Showdown im Kinosaal. Das wird's wohl werden. Jetzt habe ich in jeden von diesen kleinen Räumen geguckt und nirgendwo war einer drin. Ich könnte sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Kann nochmal runtergehen. Was? Irgendwas ist passiert. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich glaube, ein Zivilist ist gestorben. Aber wodurch? Kinosaal ist sicher. Hier geht es sogar über zwei Ebenen. Ah! Da ist das Ungetüm. Made muss bloß auch töten mit einem einzigen Treffer, aber das hat er nicht geschafft. Können da noch sein. Kochraum hier. Wahrscheinlich für Popcorn. Da werden die Popcorn gemacht. Ich glaube fast, dass das der letzte ist. Der da hier vor mir steht. Habe ich nur noch. Oh Gott, eine natürliche Verletzung der Made. Haben das alle? Ja, Gott sei Dank. Okay, gut. Wir haben 30 Aliens getötet. 31 gab es insgesamt. Ein Alien ist so umgekippt. 6 Zivilisten wurden getötet, aber 17 wurden gerettet. Das heißt, wir haben ein Gesamtergebnis von 920. Spitze. Dadurch steigen also Fertigkeiten. Ja, allerdings ist jemand hier jetzt gerade nicht mehr so ganz so fit. Ja, und ich sollte vielleicht hier mal ein paar Verbandskästen basteln. In Atlantis. Der Leviathan auf Troja ist beendet. Gut.
heißt, wir können den ausstatten. Mit der Bewaffnung. IWV-Kanonen. Nein, ich nehme so nah Oszillatoren. Nicht so viele, zwei Stück reichen. Bau die mal fertig. So. Taktischer Rückzug, Uzuma, Grim Reaper, Elkanta, ich will kein Zombie sein, Julius Transteo. Die packe ich jetzt in Leviathan rein. Elkanta, ich will kein Zombie sein natürlich, Lufa, Julius, Prinz Theo, komisch Batman. Yeah. Aska war, glaube ich, auch gut. Ferz ist natürlich gut, eigentlich auch. Den nehmen wir auch noch mit. Dann müssen wir natürlich die Ausrüstung vom Triton wegnehmen. Die Verbandskästen. Die MS-Störer. Die Sonarkanonen mit der Munition. So nach Pistolen. Ja, der Rest kann eigentlich fast da bleiben. Auf jeden Fall die Störer. Verbandskästen, Verdränger. Impulsgeber, die Buckklingen und davon auch noch welche. Jawohl. Die Panzerung ist ja geklärt. Das geht bis auf Aska, die hat noch Popelpanzerung, aber wir können auch 11 mehr Leute reinpacken. So viel passen in einen Leviathan rein. Der ist schon fertig. Tja, was kann man noch machen? Mehr Störer? Noch ein Verdränger? Warum nicht? Klein, sehr tief, Aquatoiden greifen uns an hier. So, jetzt wo unser Leviathan fertig ist, können wir eigentlich das Spiel zu Ende bringen. Ich kann noch ein bisschen trainieren. Für die Leute, die ich da mitnehmen möchte. Oder ich sage einfach, gut ausstatten, Leviathan 1... Da geht's noch nicht. Wo geht denn das hier? Ja, jetzt haben wir, können wir Abfang machen, aber wir können irgendeinen Bestimmungsort auswählen oder wir sagen direkt nach Tielef fahren. Und dann machen wir die letzte Mission des Spiels und danach ist das Spiel vorbei. Ja. Es ist auch schon der 2. Dezember. Wir nähern uns ja den Datum an, das ich hier wirklich habe. Also von daher passt es dann. Ja, aber ich denke, ich werde noch ein bisschen trainieren. Ne? Einfach noch ein paar Missionen machen mit meiner Haupttruppe hier. Ich glaube, ich werde auch ein paar rübersenden hier. Ich transferiere noch welche nach Troja. Ein paar von den wirklich guten. Die ich gerade ausgebildet habe. Transferiere sie nach Troja, wenn das geht. Ne, Made nicht. Alle, die nicht so gut sind. Ich meine, Rainbow Dash, Gobbo, Timothy, die sind alle gut, aber die sind alle nicht so gut. Ich meine, Rainbow Dash nehme ich nochmal mit, aber Gobbo und Timothy, die... Da lohnt alles nicht.
kann ich die nämlich noch hier reinsetzen. In den Leviathan natürlich. Würde sie einfach noch ein bisschen trainieren. Ja, da werde ich mich wieder melden, wenn es dann ins Finale geht. Bis gleich. So, und ich dachte nur der Vollständigkeit halber, zeige ich nochmal den Leviathan im Einsatz. Ja, und so sieht er aus. Da passen sehr viel mehr Leute rein. Drei Verdränger oder Panzer. Aber es gibt nur einen Ausgang. Und das Dumme ist, der Ausgang ist anscheinend hier an der Seite. Und dann kann unser Verdränger gar nicht als erster raus. Das ist natürlich dann ein Nachteil tatsächlich vom Leviathan. Dass ich erstmal meine hier normalen Molte hier rausbringen muss. Weil sonst war es immer so... Der Leviathan guckt als erstes raus. Der hätte ja auch die höchste Panzerung, oder... Ich meine, wenn der beschädigt wird, ist nicht so schlimm. Dafür ist er da, dass er beschädigt wird. Aber so sieht er dann aus. Und es passen mehr Leute rein. So wie sich das gehört. Ja, Tassad-Soldaten werden übernommen, werden entwaffnet. Und dann laufen sie zu mir hin. Ja, ein weiteres Schiff, was ich jetzt hier gefunden habe. Aber ja, das ist wirklich ein Nachteil tatsächlich vom Leviathan, wie ich gerade feststellen muss, dass ich jetzt erstmal meine ganzen Leute hier rausfahren muss. Dann erst den Leviathan rausbuxieren kann. Und das ist ja eigentlich derjenige, der... zumindest beim Triton immer dafür prädestiniert ist, als erster rauszufahren. Ich meine, wenn ich zwei hätte, dann würde der zweite wahrscheinlich hierhin platziert werden. Hier ist der erste, dann der zweite. Also müsste man schon zwei haben, damit man dann auch diese Situation hat, dass der Verdränger als erstes rausfahren kann. Ja, ja, das ist so ein kleiner Nachteil dann am Leviathan. Aber wie man sieht, es passen noch sechs Leute mehr rein, als wie ich jetzt hier im Schiff drin habe. So sieht er halt aus. Ja, sehr glattes Schiff. Es gibt keine wirkliche Technik mehr in diesem Schiff. In dem Triton gab es ja zumindest noch irgendwelche... Es gab eine Kommandobrücke hier vorne. Und es gab an der Seite immer so kleine Radaranzeigen und sowas. Und hier ist einfach nur so ein leerer Raum, wa? Das ist schon ein bisschen... Ich weiß nicht. Ein bisschen zu glatt gebügelt für meinen Geschmack. Eigentlich müssten die alle hier... Müsste man noch sehen, dass das menschliche Technik ist, die sie da einsetzen. Und nicht einfach so eine glatte Alien-Technologie. Aber so ist das wohl... Anders lässt sich das wohl nicht machen. Aber ja, das ist unser Leviathan im Einsatz. Wenn wir nach Tilef fahren, dann wird man das nicht sehen. Dann kann man direkt einfach nach Tilef fahren und dann war es das dann. Dann startet dann so ein Level, ohne dass man das hier sieht überhaupt. Und deshalb dachte ich, zeige ich das nochmal kurz. Unser Leviathan. Ja, aber in Triton mache ich trotzdem lieber. Ich weiß nicht. Das ist unser altes Zugpferd, das immer im Einsatz war. Und ja, der Leviathan, nee. Ne, finde ich nicht so hübsch. Ne? Ehrlich gesagt. Aber es hat mehr Raum. Gut, und dann melde ich mich jetzt gleich, wenn es dann nach Tilef geht. Zur letzten Mission des Spiels. Bis gleich.